Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich begrüße ich Sie zur heutigen Folge vom Rendezvous Elementarbildung. Es freut mich sehr, dass Sie auch heute mit dabei sind. Coaching-Gespräche können als individualisierte Formen von Unterstützung eine wirkungsvolle Möglichkeit sein, um Kinder in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess zu begleiten. Unser heutiger Gast, Sabina Bürki, berichtet, wie sie mit ihren Kindergartenkindern ins Gespräch kommt und das Gespräch kindgerecht gestaltet. Herzlich willkommen, liebe Sabina. Es ist mir eine grosse Freude, dass du heute bei uns bist. Merci für die Einladung. Sabina Bürki engagiert sich seit Jahren als Fachperson im Bereich Bildung. Sei dies das als Klassenlehrperson im Kindergarten, als Praxislehrperson für angehende Berufskolleginnen und Berufskollegen. Sie war einmal Schulleiterin, ist ausgebildete Mediatorin, Dozentin in Weiterbildungen, Designerin und Produzentin von Unterrichtsmaterial und Mobiliar, Lehrmittelautorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schwerpunktprogramm Elementarbildung an der PH Zürich. Außerdem hat Sabina Bürki ihre zwei eigenen Kinder durch deren ihre Schulzeit begleitet. Wer sich so in verschiedenen Bereichen engagiert, verfügt über ein enormes Wissen und einen immensen Erfahrungsschatz. Der kommt Sabina bei der Begleitung von Kind und Eltern durch die Kindergartenzeit zugut. Der stetige Wunsch, die eigene berufliche Tätigkeit zu verbessern, treibt Sabina seit Jahren an. Die Gespräche mit den Kindern, die sie in der Klasse von Sabina und ihrer Pensenpartnerin als Schildkrottenzeit bezeichnet, sind ein Zeichen von diesem Bestreben. Gerne möchte ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch darauf hinweisen, dass Sie via Chat während dem ganzen Beitrag Fragen stellen können. Sabina Bürki wird die am Ende von ihrem Referat gerne beantworten. Ihnen danke ich schon jetzt im Voraus für Ihre aktive Teilnahme. Mein Name ist Judith Bannwart. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Weiterbildungsabteilung Schwerpunktprogramm Elementarbildung hier an der PH Zürich und darf Sie heute durch das Rendezvous begleiten. Und jetzt, liebe Sabina, übergebe ich sehr gerne dir das Wort. Merci, Judith, für die Worte. Schön, kann ich da sein. Willkommen von meiner Seite. Gespräche im Kindergarten, die sind ja sehr vielfältig und unterschiedlich unterwegs. Es kann in Alltagsgesprächen sein, in Tür und Angel, wenn sie schon in die Garderobe kommen am Morgen, sagen sie, was sie beschäftigen. Es sind Gesprächsrunden im Kreis, in der Gruppe, Feedbackrunden, wo es um Gefühl geht, wo es darum geht, wie geht es euch heute, wo seid ihr dran, was passiert, was beschäftigt euch. Das sind also die Alltagsgespräche, die wir eigentlich im Kindergarten oder in der Schule alltäglich da sind. Da gibt es aber auf der anderen Seite nachher auch das Lerngespräch, das Portfoliogespräch, wo man Kinder begleitet, wo man auf einen Arbeitsprozess zurückschaut, wo man miteinander unterwegs ist. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Lerngespräch, wo nachher auch in die Elterngespräche, in die Standortgespräche hineinfließen. Das sind also die Gesprächsformen, die bei uns im Kindergarten gang und gäbe sind. Und nachher hat es jetzt noch die Schildkrottenzeit dazu gegeben. Die Schildkrottenzeit ist so ein bisschen etwas dazwischen. Es ist so wie ein Teil zwischen beiden Sachen, das so ein bisschen verbindet. Die Schildkrottenzeit soll dem Kind signalisieren, ich bin da, ich nehme mir Zeit für dich, du bist mir wichtig und wir lassen uns in dieser Zeit nicht stören. Weil die Schildkrottenzeit, die macht einfach eine von uns Lehrpersonen mit dem Kind alleine. Und in dieser Zeit sind wir wirklich für die andere Klasse nicht da und lassen uns eigentlich wirklich auch von den anderen nicht stören. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass wir die Schildkrottenzeit aufgebaut haben? Angefangen hat es eigentlich mit dieser Haltung, die wir im Kindergarten schon lange haben, oder die für uns wichtig ist, für meine Stellenpartner und für mich,
Wanaungatanga ist ein Wort der Maori. Es wird in diesem Buch der tanzende Direktor auch noch weiter erklärt. Wanaungatanga bedeutet, dass jeder für sein eigenes Glück und für das Glück der anderen verantwortlich ist und dass jedem eigentlich so gut geht, wenn es allen anderen auch gut geht. Also, dass man ganz fest zueinander muss schauen muss, zu sich selber, aber eben auch zu denen, die mit einem unterwegs sind. Das ist so der Endgrundsatz, den wir bei uns haben. Also, das heisst bei uns etwa, du, hey, das war dann nicht Wanaungatanga gewesen, oder komm, was könnte jetzt Wanaungatanga sein? Beschäftigen tut uns auch immer der Gerhard Hütter, Neurobiolog, mit seinem Buch «Lob der Schule». Das ist eines, das mich etwa seit 20 Jahren begleitet. Und der Gerhard Hütter als Neurobiolog steht ganz hart ein für die Beziehung und die Beziehungsgestaltung. Er sagt immer wieder, dass man Disziplin nicht einfach verlangen kann, sondern dass man muss jemanden mit dem Herz erreichen muss. In einem Interview hat er mal so schön gesagt, ein Kind, nach dessen Person niemand fragt, kann keine Motivation entwickeln. Das ist ein biologisches Faktum. Wenn man also nicht nachfragt, wenn man nicht schaut, wie geht es dir, wo bist du unterwegs, dann kann Lernen oder Beziehungsaufbau gar nicht stattfinden. Das letzte Buch, das ich heute mitgenommen habe, «Raus aus der Ohnmacht» von Omar Heimer Omer, ist auch eines, das mich in der letzten Zeit immer wieder beschäftigt hat. Er und seine Autorenkollegin ist das Ziel, dass man die neue Autorität als Grundsatz anschaut miteinander, dass man schaut, Herausforderungen, die im Schulalltag auf einem zukommen, miteinander, mit den Eltern, mit den Kindern, im Team miteinander anzugehen und so eigentlich einen Schritt weiterzukommen. Natürlich hat mich auch immer wieder der Fabian Grolimund und Stefanie Rietzler mit ihren Podcasts und ihren Filmen zum Lernen mit Kindern so ein bisschen motiviert, auch über das nachzudenken und zu schauen, wie könnte man dort eigentlich weitergehen und was könnte man für Kinder im Zusammenhang mit Gespräch führen, mit unterwegs sein, mit begleiten, was könnte man dort anfangen. Ausschlaggebend war aber nachher eigentlich eine schulhausinterne Weiterbildung gewesen. Unsere Schulleiterin hat Bruno Grossen eingeladen. Er ist Schulleiter bei uns in der Nähe, in Reichenbach. Er ist Erwachsenenbildner, er ist ehemaliger Fußballschiedsrichter und er hat uns die Form des Coaching-Gesprächs näher gebracht. Wir haben uns auseinandergesetzt damit, wie kann man mit Kindern so unterwegs sein, wie kann man solche Gespräche auch gestalten. Die Frage ist auch dort für mich aufgekommen. Es ist, also für mich und meine Kollegen war gleich mal klar, das ist so ein Coaching-Gespräch. Das ist wie die Antwort auf das, was wir brauchen, auf das, was unsere Haltung ist, auf das, was uns wichtig ist. Und wir möchten so etwas im Kindergarten eigentlich sofort umsetzen und einführen. Wir sind noch ein bisschen gestogelt über den Begriff Coaching-Gespräch, weil das Coaching-Gespräch ist so ein Wort, das man irgendwie nicht fassen kann. Vier- bis sechsjähriges Kind eh nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Und wir haben uns auf die Suche gemacht, wie könnten wir denn solche Gesprächsformen für uns im Kindergarten umsetzen, sodass es für die Kinder von 4- bis 8-jährig oder von 4- bis 7-jährig stimmt. Und dann, nehme ich an, sind ihr auf den Begriff Schildkrottenzyklus. Genau. Wir haben dann nachher, meine Kollegin und ich, wir sind, wenn wir eine Idee haben, muss es aber ziemlich schnell gehen. Dann müssen wir irgendeine Umsetzung haben. Und bei uns im Kindergarten war Carlotta schon lange rum. Wir haben den Schildkrott schon mal gebraucht für ein Thema, das wir sonst im Kindergarten hatten. Und wir haben plötzlich gemerkt, hey, die Carlotta, die ist ideal. Also die Carlotta, die ist auf einmal, kann die, ich muss das ein bisschen weglegen da. Die kann sich so einruggeln. Und wenn sie den Kopf einzieht, wenn sie den im Panzer innen hat, dann ist man vielleicht ein bisschen scheuch. Man kann sich noch nicht so drauf rauslassen. Und sie kann den Kopf so nah ins Nah führen lassen und vielleicht auch einmal ganz selbstbewusst dastehen und zeigen, dass es ihm gut geht.
Und im Laufe der Coaching-Gespräche haben wir auch gemerkt, Carlotta hat noch eine andere Eigenschaft. Man kann sie nämlich so gebig haben und einfach so ein bisschen bissen haben. Und sie kann einem so ein bisschen Trost und Mut und Unterstützung geben, wenn man es eben gerade braucht. Und aus dieser echt sehr spontanen Idee von der Carlotta, von dieser Schildkröte, ist nachher unsere Schildkrötenzeit entstanden. Und wir reden jetzt eigentlich im Kindergarten auch nicht von Coaching, sondern dass wir Schildkrötenzeit haben und dass Carlotta immer auch dabei ist und auch Teil dieser Schildkrötenzeit ist. Und haben durch das wie einen ganzen kindgerechten Zugang, denke ich, zu diesen Gesprächen auch gefunden. Ja, und Carlotta ist sehr etwas Wichtiges geworden. Ja. Also sie begleitet uns eigentlich durch das ganze Kindergarten, ja, durch die ganze Kindergartenzeit und ist auch immer wieder da, wenn sie gebraucht wird. Und jetzt auf die Schildkrötenzeit, auf die Schildkrötengespräche zurückzukommen, was beinhaltet denn die Gespräche? Um was geht es nicht? Kannst du uns da mal erzählen, was ihr beiden Lehrpersonen im Kindergarten Hilterfingen euch für Gedanken gemacht habt? Ja, es ist wirklich so, so wie ich am Anfang gesagt habe, so ein bisschen zwischen den beiden Gesprächsformen drin. Die Schildkrötengespräche sind immer, es geht wirklich sehr vom Kind aus. Das Kind steht im Zentrum. Wir wollen, dass es ihm gut geht. Wir wollen wissen, wie es ihm geht, wo es steht, was es ihn beschäftigt, so, dass wir so unterstützen können. Es soll darum gehen, Kinder zu stärken, sie zu wertschätzen, nachzufragen, was geht, was brauchst du, was können wir dir noch gut tun oder was möchtest du gerne auch noch machen. Es kann zukunftsorientierend sein, es kann rückblickend sein. Was es für uns nicht ist, also es ist nicht ein Besprechen von so aktuellen Themen, wenn es irgendwie Streit ist zwischen zwei, wenn etwas nicht gut läuft, wenn irgendetwas gerade ansteht, dann ist es nicht ein Schildkrötengespräch. Weil man muss sich vorstellen, Schildkrötengespräche, die sind länger geplant. Und wenn ein Kind mit etwas kommt, das ihn gerade beschäftigt, dann muss es jetzt geregelt werden. Und ein Kind, das ein Problem hat, das wartet nicht bis zur nächsten Schildkrötenzeit, bis es das nachher würde, ansprechen oder anreden. Es ist aber auch nicht, um ein Kind zurechtzuweisen oder auf irgendetwas, das es nicht gut gemacht hat, zurückzukommen. Es kann Teil davon sein, dass man Probleme anspricht, dann eben ein bisschen später, aber nicht solche Sachen, die gerade aktuell sind. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir das so auch platzieren können. Es ist wirklich ein förderndes Gespräch, das auch als das angeschaut werden soll. Und wirklich kein Gefäß für das Kind irgendwie zurechtzuweisen oder auf ein Problem aufmerksam so zu machen. Praktisch ist nachher auch, also das haben wir mit der Zeit gemerkt, wo sich das so ein bisschen institutionalisiert hat, wo die Schildkrötenzeit immer wieder gekommen ist, dass es manchmal gleich noch gäbig ist, man kann es auch dann brauchen, wenn man gerade so ein bisschen etwas Wichtiges muss angehen. Mir kommt dort ein Kind in Sinn, wo letztes Jahr die Eltern und wir sind dort, uns einig waren, dass das Kind ein drittes Jahr Kindergarten bekommt, dass es über die dritte Schule noch nicht macht. Und die Eltern und ich, wir haben uns miteinander abgesprochen und gesagt, dass wir vom Kindergarten aus das Kind informieren. Also das haben sich die Eltern auch so gewünscht. Und wir haben nachher eigentlich das Schildkrötengespräch genommen und ihr gesagt, du, ich möchte gerne heute mit dir ein Schildkrötengespräch haben. Und das Gute war für das Mädchen dann, ist das nichts Spezielles gewesen. Im Gegenteil, es hat sich eigentlich auch gefreut, es ist wie ein gewohntes Gefäß gsi. Es war nicht speziell gsi, dass es jetzt mit mir allein in einem Ort etwas besprechen musste, sondern sie waren sich das wie gewöhnt gsi. Und es war nicht etwas Aussergewöhnliches gsi und sie musste sich auch nicht Sorgen machen. Und in dieser Form haben wir nachher, ja, die Botschaft, die unter Umständen für ein Kind schon nicht ganz so prickelnd kann sein, wenn es jetzt plötzlich heisst, du gehst nächstes Jahr nicht in die Schule, sondern du gehst schon in den Kindergarten, haben wir das eigentlich auf eine gute Art können miteinander besprechen. Es hat Carlotta bei sich gehabt und am Schluss haben wir gefunden, ich freue mich, auch weiter da noch in den Kindergarten zu kommen. Darum war das Gefäß dort wie ideal gewesen, weil wir nicht etwas Neues oder etwas Außergewöhnliches haben müssen ansprechen oder anfangen. Danke. Ja, du hast jetzt erzählt, die Kinder sind sich an Carlotta gewöhnt, sie können den Gesprächsablauf, sie wissen, um was es geht in diesen Gesprächen.
Kannst du uns noch vielleicht erzählen, wie du das praktisch jetzt mit dieser Schildkröte machst? Oder wie du in ein Gespräch einsteigst mit den Kindern? Ja, bei uns, wir versuchen, das Gespräch, Materialien möglichst einfach zu halten. Wir haben die Folie, also das Bild, das wir gezeichnet haben vom Kindergarten mit dieser Umgebung, wir haben den Barometer und wir haben eben die Carlotta. Das kann sein, dass das nachher manchmal, wenn es so vor den Elterngesprächen ist, vor den Standortgesprächen, dass wir das vielleicht noch ergänzen durch die Kompetenzkarte von der PH Zürich oder durch sonst Material. Aber eigentlich ist das, was ihr hier seht, unser Material, das wir brauchen, um mit der Carlotta unterwegs zu sein. Es soll uns auch ein bisschen Leitfaden geben, für, durch das Gespräch durchzuführen. Starten tun wir eigentlich immer mit der Frage, schön bist du da? Carlotta und ich, wir freuen uns, dass wir dich sehen, dass du da bist. Wir möchten erfahren, wie geht's dir heute, jetzt im Moment im Kindergarten. Und das Kind hat nachher die Möglichkeit, mit diesem Barometer und so einem Muggelstein auf dem Barometer den Stein zu setzen, wenn es eben vielleicht noch so ein bisschen den Kopf eher drin hat, wenn es noch nicht so, wenn es noch ein bisschen schüch ist, gerade so am Anfang des Kindergartenjahres, tun sie es manchmal eher noch so ein bisschen rot-orange oder wenn es noch traurig ist, weil eben der Abschied vielleicht auch von den Eltern noch schwierig ist, ist es vielleicht eher im orangigen, roten Bereich. Es kann aber auch sein, dass es in Gelb geht oder in Grün. Und für uns ist es noch gäbig zu sagen, wenn es jetzt der Stein auf einem orangigen oder roten Feld hat, dann frage ich, ja, was braucht es denn, für dass es jetzt in eine grüne Phase oder auf ein grünes Feld könnte rutschen. Wie können wir dir helfen, dass der Stein weiter überwandern kann? Bist du einfach aufgeregt? Ist es etwas, was dich heute beschäftigt? Oder ist es grundsätzlich mit diesem Barometer, kann man so etwas abschätzen, wo steht es? Es ist für uns so wie ein Eisbrecher, ein Einstieg. Und interessant ist es, dass es ein Kind hat, das nachher mit der Zeit diesen Barometer für ganz viele Fragen braucht. Also wenn man auf andere Sachen geht, sich auch immer wieder mit dem Stein überlegen, Ja, das ist jetzt für mich entweder noch ein bisschen rot, oder das ist ein bisschen gelb, oder das ist schon grün. Also sie brauchen nachher eigentlich den Barometer für ganz andere Sachen. Weiter gehen wir nachher eigentlich mit dem Bild, das uns durch das ganze Gespräch durchführen soll. Es ist so, wir haben so Fragen für uns parat, aber es ist jetzt nicht so, dass wir die Frage, die ich euch jetzt hier vorstellen möchte, dass wir die immer alle brauchen oder dass wir das immer genau gleich machen. Es ist echt so wie eine Idee, wie wir mit dem Bild von dem Kindergartenhaus und von dem Weg, der Carlotta und dem Kind, können so in ein Gespräch einsteigen. Wir fangen zum Beispiel an mit, was spielst du am liebsten? Oder was spielst du am liebsten im Kindergarten? Das ist auch so ein bisschen etwas, was ich jetzt aus dem Moment heraus erzählen kann. Lustig ist, dass die Kinder, wenn sie am Anfang so mit 4 eben zu unserem Kindergarten kommen, so ein Carlotta-Schildkröten-Gespräch noch so eine rechte Herausforderung ist für die ganz jungen Kinder, sagen sie manchmal, ich spiele am liebsten mit der Carlotta, weil die halt einfach gerade da ist. Aber man kann sie dann auch fragen, ja, und dann tust du noch gerne etwas aufbauen, gehst du zeichnen. Man kann sie dort auch etwas rauslocken. Die Frage kann wirklich so ein Türöffner auch sein für ganz vieles. Weiter könnte es zum Beispiel so gehen mit Fragen, was gefällt dir besonders gut, was macht dir Freude, was ist dir gelungen. Man kann dort ja auch auf Sachen eingehen, wo man gerade weiss, was sie gemacht haben. Vielleicht haben sie die zurzeit so mit ganz kleinen Medizinalbecherli riesen Türme bauen. Vielleicht kann man auf so etwas eingehen. Hey, der Turm, den du gestern gebaut hast, der ist extrem hoch geworden. Was hat er gemacht? Wie ist es gegangen? So, dass man sie dort ein bisschen rauslöken kann. Ich kann aber auch Themen von mir eingeben. Also wie geht es dir? In der letzten Zeit haben wir eine Weltreise gemacht. Wie gefällt es dir auf der Weltreise? In welchem Land bist du gerne? Was hat dich interessant gedacht? Dass man dort auch so ein bisschen auf die aktuellen Sachen eingehen kann. Mit wem spielst du gerne? Mit wem kannst du gut spielen? Das ist ja nicht immer das Gleiche. Mit denen kann man
gerne spielen und mit denen kann man gut spielen? Oder mit wem würdest du auch gerne mal spielen? Das ist auch immer eine interessante Frage. Letztens hat mir ein Kind gesagt, so bei einem Schildkrottengespräch, es sind so zwei ganz junge und eins davon hat gefunden, weisst, ich würde eigentlich so gerne mal beim kleinen Sand spielen, aber meine Freundin, die will einfach nicht. Und mir hat es schön gedacht, dass es diesen Wunsch so konnte formulieren. Und mir hat gesagt, ja, ist genau das Richtige. Wenn du jetzt mich fragst, dann weiss ich das jetzt und dann können wir schauen für eine Lösung. Und hast du nachher gefragt, ja, mit wem könntest du dir auch noch vorstellen, außer deiner Freundin, bei diesem kleinen Sand zu spielen? Und es hat mir du zwei, drei Namen können sagen. Und die Woche darauf haben wir nachher können das Setting so organisieren, dass eben du mal mit den zwei anderen können bei diesem kleinen Sand spielen konnte. Und es hat eine gute Erfahrung gemacht, dass das, was er jetzt in der Schildkrottenzeit als Wunsch geäussert hat, also wenn man einen Wunsch sagt, wenn man etwas anspricht, dass man auch selber etwas verändern kann. Es gibt aber vielleicht eben da bei der Wolke, bei der grennenden Wolke auf der anderen Seite, es ist ja nicht immer alles eitel Sonnenschein, sondern es kann ja etwas sein, was dir Sorgen macht, was dich beschäftigt, was dich verängstigt. Und das finde ich mir auch wichtig, dass man auch Raum für Sättigung lässt, dass man nicht immer nur darauf geht, was ist gut gegangen. Ich habe dann nochmal einen Gio gefragt, das ist einer, der einfach ist eigentlich ein ganz cooler und hat so super Ideen, macht so gut mit, aber wenn wir singen, dann, ja, dann tut er einfach blöd. Und das ist für mich nachher auch schwierig. Ich musste ihm nachher sagen, du, ich muss dich gleich mal fragen. Hey, beim Singen, das ist für mich so schwierig, wenn du nicht den Klon machst, dann gehe ich zu den Strophen aus, ich verwechsel meine Gitarrengriffe, ich kann nicht weiter singen. Kannst du mir helfen? Wie können wir das machen, dass das bei diesem Singen funktioniert und ich nicht zu meinem Text ausgehen. Und er hat gefunden, er singe halt einfach nicht gern. Wir müssen sagen, ja, das kann ich auch nicht einfach so ändern, aber wie können wir denn vielleicht machen, dass du einen Weg findest, bei dem Singen dabei zu sein, so dass ich mit der Klasse, die sehr gern singt, das Lied über die Runde bringe, ohne dass ich nachher rausgehe. Also, wir haben nachher dort Lösungen gefunden, im Sinn, dass er halt sich ein bisschen zurücknimmt. Ich glaube, es hat ihm schon etwas gebracht, dass ich überhaupt meine Erfahrung habe, ihm können sagen und sagen, du, ich brauche eigentlich dich, dass du mir hilfst, dass ich es kann. Und von dann an ist es nachher eigentlich, und sonst nachher auch besser gegangen. Weiter kann es gehen, zum Beispiel, wo kannst du jemandem helfen? Also, die eine Frage ist ja, wie kann ich dir helfen? Aber es kann auch durchaus eine Frage sein, wo kannst du jemandem helfen? Jetzt, wenn es darum geht, bei uns sind die Kinder ein Jahr, also die jetzt in die Schule kommen, das sind die Schmetterlinge. Und die anderen, das sind die Räubli, die eben nicht zum Schmetterling werden. Und es ist so, dass, gerade wenn der Übergang oder die Metamorphose ansteht, dass man so jemanden fragt, ja, was könntest du dir vorstellen, wenn du nachher ein Schmetterling bist? Wie könntest du die anderen Kinder unterstützen? Wo hättest du Lust, Verantwortung zu übergeben? Wie könntest du mithelfen, zu gestalten? Ganz ein wichtiger Punkt ist auch immer, wer so etwas weiss, wie wir unterwegs sind, wie wir spielerisch unterwegs sind, weiss, dass es bei uns im Kindergarten keine eingerichtete Wohnecke gibt, dass sich die Kinder eigentlich ihre Spiel- und Lernlandschaft selber müssen aufbauen oder selber dürfen aufbauen. Und darum ist auch immer ein Teil des Schildkrottengesprächs die Frage, was würdest du, hättest du noch Ideen, hättest du noch Wünsche, was wir miteinander mit den Spielbänken mal bauen könnten oder was du gerne mal möchtest bauen. Und es gibt gerade diesen Kindern Raum, die sich vielleicht nicht so dafür haben, ihre Wünsche im Klassenverband oder in Gruppen zu äußern, sondern die dort ein bisschen rausgekützelt müssen werden. Und dann sind halt auch kommen plötzlich so Ideen. Das eine hat mal gefunden, es würde eben gerne mal ein Einhornland machen. Es würde von daheim da die Ohren oder da die Haarspangen mitbringen mit diesen Einhörnern. Das hätte dann die. Und wir haben wirklich ein paar Wochen später ein violett rosarotes Einhornland aufgebaut. Wer mich kennt, ja gar nicht gerne violett und rosarot, aber ja. Es sind dann nachher die Sachen, die halt dann nicht so laufen, wie ich mir es vorstelle, sondern so laufen, wie sich die Kinder das vorstellen.
So sind auch schon andere wie die Zoo oder Sachen, die sie dann, Tiere von daheim haben mitgebracht, so dass sie eigentlich können helfen können, das Spielen auch zu gestalten. Wir sammeln nachher manchmal die Ideen, die so öffentlich machen, so dass man sagen kann, also gut, heute bauen wir das Einhornland jetzt bauen, nachher können wir das Kärtchen auf die Seite tun, das nächste Mal nehmen wir den Zoo dran, so dass der doch eine Gerechtigkeit ist und nicht einfach die, die am leutesten sind oder sich am besten können verkaufen oder ihre Wünsche am einfachsten können formulieren, immer mit ihren Meinungen durchkommen. Es kann sein, dass man mal sagt, du, letzte Schildkrötenzeit haben wir besprochen. Hat sich etwas verändert? Hat sich etwas verbessert? Gibt es irgendetwas, was du da dazu noch möchtest sagen? Es kann durchaus auch sein, dass man dort ein bisschen zurückschaut. Wir haben bei uns die Friedensbrücke im Kindergarten, die hilft, Konflikte zu lösen. Und es ist mir wichtig, dass ja nicht das Coaching-Gespräch oder das Schildkrötengespräch ist ja nicht da, um so Konflikte zu besprechen. Es ist auch mit einem Kind allein. Und gleichwohl finde ich es eine gute Gelegenheit, zum Fragen, zum Beispiel, ja, hat dir die Friedensbrücke mal geholfen? Hast du sie mal einsetzen können? Oder brauchst du dort noch Hilfe? Weißt du, wie es funktioniert? Weißt du, was für Fragen du stellen kannst? Oder ihm auch mal ein Kompliment machen im Sinne, hey, ich bin so froh, dass du so gute Ideen hast oder so gut kannst helfen, Lösungen suchen, wenn es irgendeine Unstimmigkeit gibt im Kindergarten. Sicher Fragen. Gibt es sonst noch irgendetwas, das du gerne besprochen haben möchtest? Ein Teil ist zum Beispiel auch der Weg unten, wo man dann fragen kann, wie läuft es auf dem Weg? Im Kindergarten oder vom Kindergarten zurück? Das ist ja der Teil, wo eigentlich niemand von den Erwachsenen dabei ist, der nicht begleitet ist, dass man dort mal zurückfragt. Und das war auch lustig, als der eine, die Geschwister, die im Kindergarten waren bei mir, die zwei Brüder, einer bei den Schmetterlingen und einer bei den Räubli. Und der jüngere Brüder hat mir eben gesagt, weisst, ich würde schon gerne alleine kommen, aber der grosse Brüder will einfach nicht. Und dort hat er gemerkt, sobald nachher solche Wünsche auf dem Tisch liegen und man sich hat, das mal geäussert und formuliert, dann kann man nachher auch anfangen, solche Lösungen zu suchen und Probleme anzugehen und zu schauen, mal, ja, wie können wir es denn machen, dass man dann wirklich alleine gehen kann, auch wenn der Bruder jetzt halt vielleicht den Mut noch nicht hat, diesen Schritt alleine zu machen. Das ganz Wichtige ist es für uns, dass man immer wieder nachfragt, dass wir offen sind für die Bedürfnisse der Kinder aufzunehmen, dass wir auf Fragen oder auf Antworten, die sie geben, auf die eingehen, dass wir die weiterspinnen, dass wir das, was sie sagen, brauchen für die nächste Frage, dass man dort auch gewisse Flexibilität hat. Und darum ist es mir auch wohl mit diesem Bild, mit diesem Haus, weil man so kann, kreuz und quer, links und rechts, überall so ein bisschen hin und her gehen. Wichtig ist auch, dass das Kind merkt, ich will es verstehen, ich will wirklich verstehen, was du mir sagst. Für dass wir nachher dort ein bisschen schlank durchgehen, haben wir einfach so ein Klemmbrett bei uns mit so einem Raster drauf, dass wir nicht mit dem Computer und der Tastatur vor dran hocken müssen, sondern dass wir auch dort ein bisschen flexibel sind. Und ein paar vorgefertigte Fragen dazu, die wir uns oben in die obersten Zeile geschrieben haben, wo wir schnell mit ein paar Kritzeleien können uns stichwortartig Notizen machen. So als Notnagel haben wir immer noch die W-Fragensammlung, die wir auch noch so ein bisschen in der Nähe haben, aber mit der Zeit braucht man die eigentlich nicht mehr, wenn man auf das hört, was King sagt. Und es gibt uns aber auch die Möglichkeit, dass wir beide können die Coaching-Gespräche, die Schildkrötengespräche machen und nachher gleich voneinander wissen, was eigentlich die Kinder gesagt haben und was das man ganz sicher nicht darf vergessen. Wenn nämlich ein Kind sagt, im Turnen würde es gerne wieder mal Dreckstangen vornehmen, ich habe keinen Sport, das macht meine Kollegin, dann darf ich den nicht vergessen, meine Kollegin zu sagen, du, Fritzli möchte gerne wieder mal Dreckstangen vornehmen, wäre das echt möglich? Oder dass man dort wirklich darauf gehen kann, wir gehen doch noch Frau Rubin fragen. Danke vielmals, Sabine, dass du uns die tollen Materialien, die ihr im Kindergarten braucht, gezeigt hast, dass du uns auch den Fragenkatalog so gut vorgestellt hast. Was mich jetzt einfach noch so Wunder nimmt, ist, wie machen du und deine Teamkollegin das? Wo nehmt ihr euch wie Zeit
raus für die Schildkrottengespräche? Ja, das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit bei solchen Sachen, die halt schon zeitaufwendig sind und man eben alleine mit einem Kind sich Zeit nehmen will. Und man hat ja immer noch 20 andere Kinder daneben, die auch beschäftigt sind oder unterhalten oder irgendetwas. Eine Form ist sicher, also organisatorisch läuft es bei uns so, dass wenn wir uns die Zeit nehmen, dass wir eigentlich einen Vormittag nonstop dran sind. Dass jemand wirklich einen Vormittag nonstop dran ist. Und die Kinder sehen sich nachher, man sieht dort, das ist unsere Tagestafel, man sieht dort schon die Schildchen von der Schildkrotte, die Zeit ist drauf, die Kinder wissen, an diesem Morgen ist Schildkrottenzeit, sie können sich einschreiben, dass man auch die Reihen hat, dass sie selber entscheiden können, ob sie jetzt schon am Anfang dran kommen oder erst ein bisschen später oder dann vielleicht erst morgen. Und in dieser Reihenfolge gehen wir nachher eigentlich dadurch. Das ist so die Grundhaltung eigentlich dazu. Organisatorisch, ja, man muss immer ein bisschen kreativ denken, ein bisschen Grenzen sprengen. Bei uns heisst es, dass wir es teilweise über Teamteaching machen. Das haben wir das letzte Jahr machen. Dieses Jahr haben wir kein Teamteaching. Vielleicht ist die Heilpädagogin da, die auch mal die Klasse übernehmen würde oder ein Coaching-Gespräch übernehmen könnte. Vielleicht hat man Klassenhilfe, die da ist, die auch einen Teil von der Betreuung übernehmen. Ich sage auch immer, ich tue es ein bisschen quersubventionieren. Die Vorbereitung von Elterngesprächen geben für mich jetzt weniger zu tun, seitdem dass wir die Coaching-Gespräche machen, wo ich ganz viel erfahre und ganz viel schon weiss. Also komme ich halt mal am Morgen einfach so in den Kindergarten für die machen. Meine Kollegin macht das manchmal auch, wenn wir uns das so aufteilen. Dann ist es geteiltes Leid ist halbes Leid. Und es rendiert unter dem Strich. Zurzeit haben wir sehr eine selbstständige Klasse. Das kann halt auch sein, dass man am Mittwochmorgen, wenn weniger Kinder da sind, vor allem die grossen Kinder da sind, oder in der Halbklasse, wenn die Hälfte der Klasse anwesend ist, dass wenn man noch so einzelne Gespräche noch nachholen muss, weil die vielleicht an diesem Schildkrottenmorgen nicht rein mögen, dass man durchaus so einzelne Gespräche auch führen kann, wenn die Klasse daneben am Spielen ist und man ihnen das einfach so kommuniziert. Für mich wäre auch die kollegiale Unterstützung im Sinn von zwei Klassenlehrern oder zwei Klassenteams aneinander gegenseitig unterstützen. Also sprich, wenn ich jetzt am Nachmittag Halbklassenunterricht habe und meine Kollegin vom anderen Kindergarten auch, dass jemand zu den Kindern schaut und jemand nachher ein Schildkrottengespräch machen kann mit einer Parallelklasse, mit ihm während dem TTG, wo die Halbklasse ist und die TTG-Lehrerin vielleicht mal die ganze nimmt, dort wirklich ein bisschen anfangen, breit zu denken, auch ein bisschen anfangen, den Horizont aufzuschauen, wie können wir es machen. Weil für uns ist es wichtig, dass wir es machen. Wir wollen irgendeinen Weg finden, dass wir die Schildkrottengespräche so machen können. Ich weiss nicht, vielleicht hat ja jemand von euch auch eine Idee, wie sie das bei euch, bei ihnen machen, wie sie das organisieren. Dann schreibt es doch in die Kommentare, so dass wir das nachher einander weitergeben können. Wir haben jetzt ganz viel gehört über die Schildkrottengespräche und es war super, dass du jetzt noch aufgezeigt hast, wie ihr als Lehrpersonen euch die Zeit nehmt für die Gespräche oder wie ihr das einrichtet, dass das für euch wie auch drin liegt. Was mich noch wundern würde, ist, wie lässt sich dieser Aufwand auch mit dem Lehrplan 21 vereinbaren? Ich habe mal nachgeschaut, das ist ein Bruchteil von diesen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 oder diesen entwicklungsorientierten Zugängen, die so ein Coaching-Gespräch eigentlich beinhalten. Sei das jetzt Aufmerksamkeit zeigen an jemandem, der ein Gespräch hat, sich aktiv am Dialog beteiligen, Fähigkeiten haben, überhaupt sich so etwas zu charakterisieren, Vertrauen aufbauen, Übernahme von Verantwortung. Es gibt x Punkte, die man im Lehrplan findet, die solche Gespräche eigentlich unterstützen oder fordern oder sagen, ja, das ist wirklich ein Teil im Lehrplan, wo das nachher auch unterstützen kann.
interessant ist, wenn man nachher so, die Entwicklungsschritte der Kinder anschaut. Also gerade am Anfang, wenn sie in den Kindergarten kommen und wirklich so vier sind, ist es noch schwierig, so ein Gespräch dem auch zu folgen, dabei zu sein. Und die gehen relativ kurz, sind dann vielleicht nachher 5 Minuten. Und wir sind auf der Galerie oben, sie porzen vielleicht ein bisschen um, spielen ein bisschen mit der Carlotta. Wir fragen vielleicht, wie geht es? Lachen einem an oder auch nicht. Und man geht so miteinander auf den Weg und merkt so, sie geniessen es, dass sie die Aufmerksamkeit haben. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass sich jemand einfach so lange Zeit nimmt, für einfach mit einem Kind alleine zu reden, nachzufragen, zu fragen, wie geht es dir. Interessant ist nachher, dass sich im Laufe der Zeit das Gespräch verändert. Also, im zweiten Kindergartenjahr, gegen das Ende des zweiten Kindergartenjahres, werden sie plötzlich auch viel tiefgründiger. Sie freuen sich darauf. Sie tun einzelne Sachen wirklich auch wie, bewusst hineingeben. Letztens hat mich einer gefragt, da bin ich auch etwas verklüpft. Der hat nämlich gefragt, was denkst du, was werden, wenn die Menschen nicht mehr wären? Und ich bin so der gehockt und dachte, okay, mal warten, mal schauen, was kommt. Und dann hat er, ich war noch froh, habe ich gar nicht nachgefragt. Es war nicht ganz so abstrus, wie ich es zuerst so gedacht habe. Dann fand ich, weisst du, dann kommen die Dinosaurier wieder. Und dann würde es wieder von vorne losgehen. Und das ist so ein ultimativer Dinosaurier-Fan. Und ich glaube, der hat einfach schambar Freude, wenn die Erde wieder von Dinosauriern bevölkert wäre. Und ich fand, wenn die Menschheit nicht mehr ist, dann könnten dann dafür die Dinosaurier wieder da sein. Und so philosophische Gespräche mit ihnen, dort unterwegs sind, sie sind auch nicht mehr 5 Minuten, sind dann vielleicht nachher 10 Minuten, 4 Stunden, ist sehr spannend. Und es gibt immer auch wieder Gesprächsanlass oder Sachen, die man wirklich nachher in den Unterricht zurücknehmen kann. Also, jetzt muss ich noch zurückfragen. Du hast jetzt wie, eben, oder ich sehe, dass die Schildkrötengespräche sehr grossen Nutzen haben für Kinder. Und kannst du noch abschließend vielleicht sagen, was ist der Profit für euch Lehrpersonen oder was hat euch denn die Einführung von diesen Schildkrötengesprächen gebracht? Ich glaube, das, wie ich am Anfang gesagt habe, lernen kann man nur, wenn die Beziehung stimmt. Und es ist ganz viel Beziehungsarbeit, die in dieser Schildkrötenzeit eigentlich aufgebaut wird. Das heisst, es hat auch Auswirkungen auf den ganzen Unterricht. Wir haben eine gemeinsame Gesprächsbasis, wir haben eine gemeinsame Gesprächskultur. Wir haben auch ganz lange über Gefühl geredet oder Gefühl benannt. Was ist traurig, was ist fröhlich, was ist glücklich. Und man hat wie eine gemeinsame Sprache für nachher auch schwierigere Momente oder Sachen sonst im Kindergartenalltag anzugehen. Ja, ich glaube, das hat nachher wirklich dazu geführt, dass es wie gefühlsmässig schon Auswirkungen hat auf alles, das Ringsentum. Und zu lernen, also die Inputs, die die Kinder nachher alle geben, wo sie die Ideen haben bei uns schon manchmal zu einem Thema nachher geführt, zu weiteren Impulsen, wie wir den Unterricht weiter gestalten. Ja, was wir als nächstes planen, also das ist für uns auch ein Planungsinstrument, so, dass wir nicht neben den Kindern durchplanen, sondern dass wir wirklich versuchen, die Ideen und die Wünsche der Kinder mit aufzunehmen und dass sie die Partizipation wirklich auch spüren und merken, wenn ich etwas hineingebe, wenn ich einen Wunsch äußere, dann hat das Auswirkungen, also die Selbstwirksamkeit, die dort kann gelebt werden kann. Aber manchmal gibt es halt auch Wünsche, wo man dann sagen kann, nein, du, sorry, das geht nicht. Der eine hat mal einen Pool bauen im Kindergarten. Also es ist nicht so, dass es einfach ein Wunschkonzert ist und man kann alles sich wünschen, was einem Tag in den Sinn kommt. Teile Sachen sind nicht möglich, teile Sachen wollen wir nicht, teile Sachen, aber dann kann man es auch im Gespräch miteinander anschauen. Ein bisschen schade war, Gil hat sich mal gewünscht, dass wir als Abschlussfest wirklich so ein Fest machen, wo wir alle ein bisschen schick daherkommen. Und das hat mir eigentlich noch so eine lustige Idee gedacht. Dummerweise ist nachher Corona gekommen und es hat kein Abschlussfest gegeben. Der ist nachher in die Schule. Aber eigentlich hat mir das noch eine lustige Idee gedacht, wo ich selber nie drauf gekommen wäre. Wo aber, wenn es nachher so von den Kindern auskommt, wo ganz eine andere Grundlage bekommt.
Danke viel mal für die sehr interessanten Ausführungen von dir. Liebe Sabina, es sind von den Zuschauerinnen und Zuschauern auch Fragen im Chat gestellt worden. Ich möchte dir die erste stellen, und zwar hast du schon darüber geredet, dass du und deine Kollegin die Gespräche für euch wie dokumentieren. Jetzt ist die Frage, dürfen die Gespräche auch für Kinder dokumentieren? Nein, das machen wir nicht. Okay, gut. Dann gehe ich gleich weiter zu der zweiten Frage oder zu einer weiteren. Wie könnte man die Gespräche mit DATS-Kind durchführen und was für Hilfsmittel sind in deinen Augen sinnvoll? Das ist ja immer das Schwierige bei Kindern, die die Sprache nicht können, wenn es so ganz viel um die Sprache geht. Ich glaube, man darf dort einfach am Anfang nicht zu hohe Erwartungen haben, dass ein Gespräch nachher eine Viertelstunde oder 20 Minuten geht. Was wir nachher dort vielfach brauchen, sind Playmobil-Töckchen, sind die Gefühlskarten, die wir haben, Gegenstände, die Carlotta, die wirklich auch helfen können, zu sagen, der Ball für einen, wie ist es denn im Sport? Oder einfachere Satzbauten nehmen, vielleicht halt nur darüber zu reden, was spielst du gern, was möchtest du gerne noch spielen. Und wir haben ganz viele so kleine Gegenstände. Man kann einen Bleistift nehmen, du gerne zeichnen, dass man dort wirklich Materialien dazu nimmt, Bilder dazu nimmt, Gefühlskarten dazu nimmt, wo man noch viel mehr als jetzt mit dem Haus oder mit dem Bild, das wir hier haben, kann symbolisch arbeiten. Danke für die Frage und für deine Äußerung oder deine Ausführungen. Jetzt gerade zum Material ist auch eine Frage reingekommen. Es schreibt jemand, Ihre Materialien sind sehr kindgerecht und ansprechend gestaltet. Darf ich diese für meinen Unterricht übernehmen? Ja, man kann sie auf der Homepage spielbank.ch abladen. Dann eine weitere Frage ist, vielen Dank für Ihre spannenden und praxisnahen Ausführungen, Frau Bürki. Darf ich fragen, wann Sie mit den Gesprächen beginnen, beziehungsweise wann Sie diese Gesprächsform bei neu eingetretenen Kindergartenkindern einführen? Aha, ja. In der Regel starten wir nach der Herbstferien. Also im ersten Quartal gibt es eigentlich keine Schildkrottengespräche. Wir starten nach der Herbstferien und versuchen so, unser Ziel wäre es mindestens, dass jedes Kind 3 Gespräche hat. Manchmal gelingt es das, manchmal nicht. Jetzt in dieser Klasse, die ich jetzt habe, das sind solche, die sehr gerne Schildkrottengespräche haben. Die fragen auch manchmal am Mittwochmorgen, wie eben vor allem die Grossen da sind und ein bisschen mehr Zeit haben. Kann ich noch schnell eine Schildkrottenzeit haben? Ich habe noch etwas, dann kann man das nachher auch mit dem noch machen. Aber das wäre so das Ziel. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Da ist noch eine Frage. Ob du schon erlebt hast, dass ein Kind nicht an einem Schildkrottengespräch teilnehmen will? Und wenn du das vielleicht noch gar nicht erlebt hast, wie du denn damit würdest umgehen, wenn das einmal so weit wäre, dass ein Kind das nicht möchte, so ein Gespräch führen? Also erlebt habe ich es noch nie, dass ein Kind nicht wollte. Sie wollen in der Regel eigentlich sehr gerne, auch wenn sie am Anfang noch sehr scheu sind und vielleicht noch nicht so viel sagen. Ich würde glaube fragen, eben auch dort nachfragen, was zum herausfinden, was steckt dahinter. Vielleicht möchte es mit einem Gespändli zusammenkommen, vielleicht möchte es an einem anderen Ort machen, vielleicht möchte es mit dem Kindchen machen, wo alle ringsherum sind. Vielleicht möchte es bei einem Mal zulassen, dann könnte man schauen, ob man das organisieren könnte. Also ich glaube auch dort einfach im Gespräch sein mit dem Kind und schauen, was brauchst du, dass wir es vielleicht gleich herbringen oder was für eine Form könntest du dir vorstellen, dass es passt? Danke. Dann stelle ich dir noch eine letzte Frage. Es hat noch mehr, aber ich lese jetzt noch eine auslesen. Da schreibt jemand, ich finde es grossartig, wie sie die Kinder an eine Gesprächskultur herführen. Wird die auch in der Schule weitergeführt? Beziehungsweise verwenden die Lehrpersonen von der ersten Klasse zum Beispiel das gleiche Material wie ihr im Kindergarten? Ja, wir hatten ja eben die gemeinsame Weiterbildung beim Bruno Grossen als Kollegium, als Schule. Und sie werden weitergeführt in den Klassen, die nachher kommen, aber nicht eigentlich als Schildkrottengespräch. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil irgendwann wachsen sie dann auch aus dieser Schildkrotte raus. Die gehört zu unserem Kindergarten. Es gibt nachher andere Gesprächsformen, die aber eigentlich inhaltlich oder
ähnlich aufgebaut sind, aber einfach mit anderem Material, halt auch wieder altersgerechtem Material. Und ich glaube, das ist auch, das stimmt auch so. Aber ich finde es schön, dass ihr Schuh nachher auch weitergezogen wird. Danke vielmals für deine Antwort auf die Chatfrage. Danke vielmals nochmal für all die Fragen, die gestellt worden sind. Wir sind leider jetzt schon am Ende der Sendung angekommen. Ich möchte mich bei dir, Sabina Bürki, an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für den spannenden Einblick in die Gesprächskultur in deinem Kindergarten bedanken. Und ich hoffe, dass du mit deinem Bericht ganz viele Lehrpersonen hast können ermutigen, sich mit der Gesprächskultur in ihrem Kindergarten tiefer oder eingehend auseinanderzusetzen. Und dass du vielleicht bei der einen oder anderen Lehrperson auch den Wunsch hast können wecken, die Kinder an eine Gesprächskultur herzuführen, wo sie wirklich im Zentrum stehen und zu Wort kommen. An dieser Stelle möchte ich auch dem Lotteriefonds vom Kanton Zürich und der Bildungsdirektion danken, die durch die Finanzierung des Projekts Spielen Plus das Rendezvous Elementarbildung erst möglich gemacht haben. Dann möchte ich Sie auch auf das nächste Rendezvous Elementarbildung hinweisen. Das findet am 11. Mai, also nach der Frühlingsferien, statt. Kathrin Lieger, die Leiterin des Schwerpunktprogramms Elementarbildung, wird im Studio zu Besuch sein. Sie berichtet dann davon, wie Lerninhalte von der Verkehrsbildung über Spielumgebungen als junge Kind weitergegeben werden müssen, damit das Kind in der Lage ist, sich sicher im Verkehr zu verhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei wären. Ich danke Ihnen jetzt nochmal ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Fragen schicken und wünsche Ihnen im Namen vom ganzen Team einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen miteinander. Das wünsche ich Ihnen auch. Merci vielmals.